Gestern Abend hat die Polizei mehrere Durchsuchungen im persönlichen Umfeld des 27-Jährigen durchgeführt. Unter anderem wurden Wohnungen in Wolgast durchsucht. Hier hat die Familie früher gelebt, bis die Frau im vergangenen Jahr mit ihren zwei Kindern und dem neuen Lebenspartner und jetzt Tatverdächtigen David Hethke nach Torgelow gezogen ist. Mit dem Umzug nach Torgelow scheint diese Lebensgemeinschaft komplett abgetaucht zu sein. Es gab zwar einen festen Wohnsitz, aber bis auf diese sporadischen Begegnungen und Telefonate mit der Kita haben die Leute sich gänzlich unauffällig verhalten. Und wir gehen davon aus, dass das auch Absicht war. Bereits vor einem Jahr hatte es eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gegeben. Das Jugendamt hatte dies geprüft, aber keine Anhaltspunkte gefunden. Zur Familie gehören drei Kinder. Der dreijährige Junge ist jetzt bei seinem leiblichen Vater. Die Mutter ist mit ihrem 6 Monate alten Säugling in einer Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht. Sie ist ebenfalls im Visier der Staatsanwaltschaft. Gegen sie wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Ja, dass der Verdächtige überhaupt entwischen konnte, dafür muss die Torgelower Polizei viel Kritik einstecken. Aber auch das zuständige Jugendamt wird in den nächsten Tagen wohl unangenehme Fragen hören müssen. Bei mir ist jetzt die Sozialministerin Stefanie Drese. Guten Abend. Sie haben vom Jugendamt des Kreises einen detaillierten Bericht angefordert. Gibt es Hinweise auf Versäumnisse? Zunächst einmal hat mich der Tod der kleinen Leonie sehr betroffen gemacht und das Schicksal berührt mich ganz einfach. Als ich gehört habe, dass es einen solchen Todesfall gibt, habe ich mich unmittelbar an den Landkreis Vorpommern-Greifswald und an das Jugendamt gewendet und bin mir natürlich mit dem Landrat einig darüber, dass wir jetzt einen Bericht für eine lückenlose Aufklärung brauchen. Im Moment liegt mir dieser Bericht noch nicht vor. Es gibt Vorwürfe vom Vater des toten Kindes, dass der Tatverdächtige auch ein zweites Kind aus der Familie misshandelt haben soll. Wissen Sie darüber etwas? Dieser Bericht soll auch Aussagen über das Schicksal des Bruders der kleinen Leonie selbstverständlich treffen. Aber es ist eben so, sobald ich diesen Bericht habe, möchte ich mir erst ein Bild davon machen und selbst Einschätzungen ermöglichen und jetzt nicht auf Mutmaßungen schon reagieren. Gut, dann lassen Sie uns mal von dem konkreten Fall auf die allgemeine Situation der Jugendämter kommen. Wir hatten gestern einen Sozialwissenschaftler hier im Nordmagazin, der gesagt hat, die Jugendämter können das eigentlich gar nicht mehr schaffen. Durch die Kreisgebietsreform sind die Gebiete so groß geworden, die Sozialarbeiter müssen so weit fahren, dass sie gar nicht mehr entsprechend oft kontrollieren können. Wie könnten Sie darauf reagieren und vielleicht den Sozialämtern und den Jugendämtern helfen? Für mich ist ganz wichtig, dass alle, die mit Kindern zu tun haben, untereinander gut vernetzt sind. Es ist selbstverständlich so, dass nur ein Jugendamtmitarbeiter allein nicht so viel Augen und Ohren offen haben kann, als wenn wir alle auf die Kinder gucken. Auch das ist nochmal eine gute Gelegenheit zu appellieren, dass wir alle nicht nur auf unsere eigenen Kinder gucken, sondern auch mit offenen Augen unterwegs sind. Die Unterstützung der Jugendämter beispielsweise durch das Land kann darin bestehen, dass wir den Jugendämtern ermöglichen, wenn es Hinweisgeber aus der Bevölkerung gibt, dass die auch das Jugendamt erreichen. Es gibt feste Abläufe, wie dann weiter verfahren wird. Aber in diesem Fall gab es ja schon Hinweise, es wurde sogar schon kontrolliert. Warum gab es keine Wiederholungskontrolle zum Beispiel? Auch da nochmal, ich habe mir einen ausführlichen Bericht erbeten in dieser Sache. Ich werde den auswerten, mit dem Landrat Kontakt aufnehmen, der ja für das Jugendamt zuständig ist und dann sehen, ob wir daraus noch andere Schlüsse ziehen müssen. Gibt es zu wenig Jugendarbeiterinnen und Oberarbeiter, ja oder nein? Ich glaube, dieser eine Fall ist nicht geeignet dazu, jetzt zu sagen, in allen Jugendämtern gibt es zu wenig oder zu viel Personal. Aber selbstverständlich wird auch das ein Punkt sein, der genau zu beleuchten ist. Vielen Dank bis hierher, Stefanie Drese, für den Besuch. Ja.